Kraft deiner Sterne. Sie strahlen mir auch an fernen Ort. Was sie sagen, deute ich ja so gerne. Als der Liebe zärtliches Los uns wohl. 28. Mai 1941. Unsere Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Krieges erstarb am Himmel über England im September 1940. 8 Monate sind seither vergangen und noch immer ist kein Ende in Sicht. Während eine Invasion Englands immer unwahrscheinlicher wird, wurde der Krieg anderswo weitergeführt. Griechenland wurde von deutschen und italienischen Truppen eingenommen. Das Afrika-Korps hat das meiste der italienischen Besitzungen in Libyen von den Alliierten zurückerobert. Doch unser Vormarsch auf Ägypten wurde durch den verbissenen alliierten Widerstand in Tobruk, einem wichtigen Versorgungshafen, zum Stehen gebracht. Und es kommt noch schlimmer. Wir haben gerade erfahren, dass gestern die Bismarck versenkt wurde. Die Stimmung ist schlecht. Aber wenigstens haben die Briten auch Probleme. Vor ein paar Wochen haben sie erfolglos einen Gegenangriff versucht. Das bisschen Gelände, das sie damit gewonnen haben, haben wir gestern wieder erobert. Jetzt, wo Tobruk eingeschlossen ist, müssen wir sie unter allen Umständen dort ausräuchern. Erst dann können wir unsere Versorgungslinien sichern und den Vormarsch auf Ägypten fortsetzen. Wenn wir den Suezkanal bedrohen, wird das die Engländer an den Verhandlungstisch zwingen. Ich kann es kaum glauben, aber ich wünschte mir tatsächlich, es wäre wieder wie im letzten August. Da ging es zwar auch richtig zur Sache, aber wenigstens waren wir in der Zivilisation. Und jetzt? Statt Kneipe und Puff zum Entspannen gibt es nur Sand. Statt einem gemütlichen Bett am Abend Sand. Statt niedlicher Französinnen Sand. Und ich hatte damals auch keine Verantwortung für andere, aber jetzt nach den Beförderungen muss ich mich um einen ganzen Schwarm kümmern. Wenigstens kann mein Kaczmarek auf sich selber aufpassen. Allerdings muss man sagen, dass wir es hier gegen die Tommies leichter haben als bei denen zu Hause. Keine Spitfires in der Wüste, sondern vor allem Hurricanes, obwohl die auch zähe Gegner sein können. Je mehr ich davon herunterhole, desto eher winkt mir das Ritterkreuz und, was noch viel wichtiger ist, vielleicht sogar Heimaturlaub. Ja, hallo und herzlich willkommen, die Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir IL2 Stumovik, Cliffs of Dover, Tobruk, die neue Erweiterung von Team Fusion für eine wirklich richtig, richtig gute Flugsimulation. So, jetzt haben wir Starterlaubnis bekommen und dann würde ich sagen, Rakete, wir starten von Gazala. Wir sind westlich von Tobruk stationiert. So, ich drücke die Nase mal ein bisschen an. Haben den Auftrag jetzt hier, den ein bisschen früh rotiert. Einen Auftrag, Tobruk anzufliegen. So, Fahrwerk hoch, da habe ich auch eben die falsche Taste gedrückt. Und da deutsche Truppen zu unterstützen, falls nötig. So, ich muss mal ein bisschen mehr Schub geben hier.
Wir haben 4 Bomben an Bord, wir haben 4 50-Kilo-Bomben unterm Rumpf hängen. Ich bin der Kommandeur eines Schwarms. Der Schwarm gehört zur dritten Staffel des berühmten 27. Jagdgeschwaders, zu dem auch Hans-Joachim Marseille gehörte. Wir haben... Was ist das Problem hier gerade? Ist das so scheiße getrimmt, oder was? Ah, okay. Wir haben wunderbares Flugwetter, wie sich das für Afrika gehört. Wir sehen hier die Wüste von Libyen. Und werden jetzt gleich, wenn wir uns mit unserem Schwarm zusammengeschlossen haben, ist ein sogenannter Foreship Flight, modern gesprochen, also bestehend aus 2 Rotten. Wir haben eine Begleitrotte und unseren Flügelmann. Eine Rotte besteht immer aus 2 Flugzeugen. Und 3 Schwärme müssten das sein. 3 oder 4 Schwärme bilden dann eine Staffel, wobei dann bis zu 4 Staffeln ein Geschwader bilden. So, die Jungs fliegen auch noch eine Platzrunde. Ja, wir haben den Auftrag, hier auf 3000 Meter zu steigen. Sollen dann mit 300 Kilometer die Stunde den Tobruker Brückenkopf, nenne ich es mal. Kessel möchte ich jetzt nicht sagen, obwohl Tobruk natürlich eingeschlossen ist, aber die haben ja immerhin noch den Hafen und die Royal Navy. Ja, Festung Tobruk, Hafenfestung Tobruk. Ein wirklich... eine sehr gute, in die Tiefe gut ausgebaute Festung, Wüstenfestung, an der sich Rommel eine blutige Nase geholt hat beim ersten Anlauf und wirklich nicht geglänzt hat, wie das für ihn so üblich ist. Allerdings waren die Bedingungen auch einfach die einem Rommel nicht liegen, ne? Also so eine Festung zu belagern und anzugreifen ist einfach was anderes, als hier in der Wüste mit Panzern zu agieren. Ja, im zweiten Anlauf hat Rommel das dann geschafft, bei der zweiten Schlacht um Tobruk, und wurde daraufhin auch zum Generalfeldmarschall befördert, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Falls ich da Unsinn rede, verbessert mich gerne. Ich weiß ja, ich habe einige versierte Hobbyhistoriker, was diese Epoche angeht, in der Community. Ja, Cliffs of Dover Blitz, eine Auskopplung der Team Fusion Mod von dem Spiel EL2 Cliffs of Dover, was 2011 von Ubisoft gepublished wurde, in einem miserablen Zustand auf den Markt kam, und Team Fusion, das Modding-Team Team Fusion, hat dieses Spiel dann gefixt und es zu dem Spiel gemacht, was es eigentlich immer hätte sein sollen. Nicht nur technisch wurde das verbessert, sondern auch spielerisch und grafisch auch, ja. Und dann gab es dann die Mod-Auskopplung Cliffs of Dover Blitz. Und hier gibt es jetzt die erste echte Erweiterung, was dann Nordafrika und das Afrika-Core hier in die Computer-Gaming-Welt bringt, was ich wirklich richtig, richtig gut finde, denn dieses Setting ist echt unterbesetzt. Und das kostet 50 Euro das Spiel, ist ein echt stolzer Preis, wie ich finde, für eine Erweiterung. Und ich möchte von daher mal für euch reinschauen, ob das lohnenswert ist. Generell ist zu sagen, dass Cliffs of Dover Blitz eine echt geile Multiplayer-Nummer am Laufen hat, mit richtig, richtig guten Servern. Die sind zwar nicht so hoch frequentiert wie ein DCS-Server oder vielleicht auch Battle of Stalingrad, also EL2 Battle of Stalingrad, aber es gibt da, ich glaube, der THW-Server ist, oder TWS, ne, THW-Server ist es, glaube ich. TWS ist was anderes. Oder? Montfort, du weißt es bestimmt. Fliegen auch jede Menge KI-Flugzeuge rum, die geskriptet sind. Man hat ein Progress-System, das heißt, man hat einen Piloten, der Erfahrung sammelt. Ja, am Anfang kann man halt nur das schlechteste Flugzeug fliegen, mit steigender Erfahrung dann immer bessere Flugzeuge, bis der Pilot halt stirbt oder gefangen genommen wird, beziehungsweise fällt. Und dann fängt man wieder bei Null an. Also das führt halt auch dazu, dass man eine hohe Motivation hat, nicht zu sterben, was eine völlig anderes Verhalten auf dem Gefechtsfeld auslöst.
was ich persönlich großartig finde, ja, also so was ich so Shooter wie Battlefield oder so, ja, ist total affig, wie sich die Leute verhalten, warum, weil es völlig egal ist, ob man stirbt oder nicht, man stirbt, man spawnt sofort wieder, innerhalb von 15 Sekunden ist man wieder auf dem Spielfeld, rennt nach vorne und ballert zwei Leute ab und stirbt halt wieder. Und das gefällt mir persönlich nicht. Also ich finde, es muss schon auch ein bisschen was auf dem Spiel stehen, um da ein anderes Spielverhalten der Player am Start zu haben, was wiederum auch die Immersion unheimlich fördert, finde ich jedenfalls. Wie seht ihr das? So, wir haben jetzt eine Höhe von 3500 Meter, fliegen hier die Küste Richtung Osten. Da vorne sehen wir die Bucht von Tobruk. Weiß nicht, ob das jetzt der korrekte Name ist. Auf jeden Fall ist es die Bucht, in der Tobruk gelegen ist. Haben wir einen Blick über eine, ja, recht langweilige Spielwelt natürlich. Naja, ist halt Nordafrika. Tunesien würde das ein bisschen anders aussehen. Tunesien ist ein bisschen bergiger, aber hier ist einfach nur Wüste und Wüstensand. Die Kampagne hier von dem Game ist gescriptet. Und ja, ihr habt jetzt im Intro schon der zweite Text, den ich vorgelesen hatte, war so eine Art Tagebucheintrag zu jeder Mission. Mal gucken, was da so an Texten noch so kommt. Ich versuche das dann so ein bisschen atmosphärisch immer vor den Flügen für euch aufzubereiten. So, jetzt sehen wir hier den Gürtel um Tobruk. Ich muss sagen, ich fange hier tierisch an zu schwitzen, weil es im Flugzeug bzw. in meiner Wohnung richtig, richtig warm wird. Ich muss den Klimaautomat natürlich ausmachen hier für die Aufnahme. Ja, scheitern ist hier eine Option. Ich bin sehr eingerostet. Ich habe monatelang gar nicht gezockt und wirklich bestimmt 3 Monate keine Flugsimulatoren mehr gespielt. Ich hoffe mal, ich zock mich hier ein bisschen warm. Wir werden jetzt hier, ruhig mal auf 3500 steigen. Schadet ja nicht. Mit Höhe braucht man nicht zu geizen. So, jetzt werden wir schon mal Ausschau halten, ob wir hier Gefechte am Boden sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine rein britische Linie ist oder ob einer der äußere Ring dann deutsche Stellungen sind und der innere Ring, die äußeren sind ja irgendwie so eingezäunte Dinger und die inneren sind so Schützengräben eher. Kann auch sein, dass das beides weil so war die Festung auch angelegt. Ne? Man hat halt, wenn man so auf dem Wüstenboden gestanden hat, hat man gar nichts gesehen, aber in die Tiefe waren da unheimlich viele Gräben, Minenfelder, Panzersperren und so weiter. Also das war wirklich ein ganz massiv befestigtes Ding, einfach weil der Hafen Tobruk für die Engländer unheimlich wichtig ist. Natürlich auch für die Deutschen. Einmal hat das den Vormarsch Richtung Osten, Richtung Ägypten behindert und man könnte natürlich auch hier dann Nachschub anlanden, wenn die Royal Navy es denn zulässt, ne? Weil durch Malta natürlich dieses Seegebiet hier hinter uns von der Royal Navy kontrolliert wird. So, jetzt halte ich mal einen Sattel und trimme mal die Maschine ein bisschen besser. So, wir kriegen Flakbeschuss rein. Ich fliege hier direkt mal ein leichtes Ausweichmanöver. Lass die sich nicht einschießen, die Kameraden. So, wir folgen jetzt den Auftrag, hier die HKL, also die Hauptkampflinie, hier abzufliegen. Oh, das hat sich nach einem Treffer angehört. Ich werde bei Gelegenheit auch mal vielleicht in der nächsten Folge einfach mal die Instrumente hier durchsprechen und auch ein bisschen was zur Maschine zu sagen. Aber jetzt wollte ich erstmal ein paar Hintergrundinfos zum Spiel selbst liefern. So, ich drehe jetzt über eine Lisa. Um hier, da raucht es. Okay, feindliche Jäger auf 12 Uhr. Da unten. Bomben gehen raus. So. Sehr schön, wir haben einen leichten Höhenvorteil. So, Luftziele, Jäger. So, dann drehen wir mal auf den Gegner ein hier. Ah, die steigen, sehr schön. Mal den hintersten versuche ich mal hier. Nee, doch nicht. Nee, dann nehmen wir den obersten. Nice! Das war der erste. Das ist auch eine Hurricane.
Gucken wir erstmal, dass wir keine 6 haben. Weiß nicht, ob der jetzt, ob der wirklich abgeschossen war, aber zumindest ist der eine nachrangige Bedrohung jetzt für uns. Und goldene Regel in der Fliegerei, man bekämpft immer das gefährlichste Ziel und kein anderes. Au! Irgendwas. Ah, ist die nächste. Ah, der müsste ich getroffen haben. So. Oh. Oh, der weicht aus. Der haut ab, wa? So, dann ran an den Feind. Haben wir gerade einen Tracer hier reingekriegt? Sind weit weg. Na komm, Basti, ruhig. Na komm. Kommt zu Papa. Ah. So, das war ein Treffer, aber ich muss die Maschine mal trimmen. Die ist scheiße getrimmt, ey. Gefährlich, was ich hier mache. Ah, ich glaube, die Kanone ist jetzt leer. Ich bin so ein schlechter Schütze, verdammt. Na, flieg mal ein bisschen Lead Pursuit hier, um ein bisschen Distanz. Ja, glaube ich. Ah ja, die klappen draußen. Boah, shit. Nein! Ah, du Held, ey. Ja, man soll halt nur schießen, ne, wenn man auch trifft. Also besonders mit der Kanone. Wow, shit. Ist das? Ach so, krass. Ich dachte, der Lichtstreifen ist irgendwie eine Wasserspur. Ah, cool, der kurft auf uns ein. Alter! Höhe machen. Wir sind auch ziemlich langsam. Ah. Ah ja, das ist unser Kamerad. Der hat wohl eine abgewiesen eben. Ist das eine deutsche Maschine jetzt? Ich glaube, oder? Das ist aber eine Hurricane. Oder? Ja. Nee, das ist eine deutsche. Ah, der zieht schon. Oh, Achtung, da ist eine Hurricane aber hier jetzt hinter sich.
komm. Alter! Geh weg! So. Ah, es war so halb Absicht eben. Ich wusste, dass ich zu langsam bin. Ist wieder ein Deutscher. Wo sind denn unsere Jungs? Beziehungsweise die Gegner. So. Hä? Oder? Ist das eine Hurricane? Ich kann es schlecht sehen. Nee, es ist nämlich eine 109. Ich bin froh, wenn die neue Version an der Messerschmitt kommt, die F2, weil die erkenne ich nämlich gut am Himmel. Und die unterscheidet sich doch auch ein bisschen besser. Boah, wir sind so langsam, ey. Das ist nicht gut. Ich hab gerade was gesehen. Guck mal, da ist jemand. Mal, dass wir mal ein bisschen höher machen. Dabei bitte nicht zu langsam werden. Ah, fuck. Boah, diese Metallplatte da hinten, das ist halt auch hart nervig, ne? Man sieht einfach nichts. Galt es mir, oder? Eine 109. Ich würde ganz gerne jetzt mal ein bisschen Höhe machen. Ja, noch mega kacke, dass wir keine Kanonen mehr haben. Weil ich damit so rumgeaßt habe. Ja, das ist halt echt Übungssache, ne? Und wenn man eine Weile nicht mehr im Cockpit gesessen hat, ist Schießen unheimlich schwer. Das ist doch auch eine 109 gewesen. Man kann auch hier nicht vorbeigucken, ne, seitlich an dem, an dieser scheiß Panzerplatte. Ah, und zwei Flugzeuge. Da oben auch. Vier. Da fliegt uns einer an. Ist aber eine 109, ja. Unser Flügelmann bestimmt. Wow. Aber das ist ein Hurricane. Getroffen haben wir ihn. Ah. Alter. Runter. Ah, die helfen sich ganz gut gegenseitig, ne? Mal ein bisschen mehr Gas geben. Ich würde sagen, wir haben ihn abgeschüttelt. Ja. Und
Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier außerhalb des Rings sind. Einmal Einschüsse auf der Traglöcher. Da fliegt uns jemand an, glaube ich. Zu langsam. Ein bisschen Abschuss oder was? Ja, da ist eine Fläche abgebrochen bei einer Hurricane. Ich folge denen mal nicht. Das ist eine deutsche Maschine, oder? Und da tippe ich mal auf eine Hurricane. Wir fliegen da mal hin. Ah, ein bisschen Motor aufpassen. Das ist eine Hurricane. Ja. Die machen hier aber auch Manöver. Oh, verdammt. Na komm. Na, wow, was ist da los? Oh Gott. Das ist der Staffelführer, bleiben wir vorsichtig, feindlicher Kampfverband. What? Eine deutsche Maschine. Ich glaube, so langsam habe ich es ein bisschen raus, wie man die unterscheidet. Head on. Ah, ich habe ihn nicht getraut zu schießen. Aber er ist hinter unserem Kameraden hierher. Noch ein Abschuss anscheinend. Trim. Diese Manöver. Oh, krass. Nice. Der hat noch Kanonen. Ja, nice. Wow. Sehr schön. Ah, sieht schon sehr cool aus. Feuer ist aus. Ja, man kann das manchmal mit dem Sturzflug auch löschen, ne, das Feuer. Der zieht nochmal hoch, oder was? Okay. Aber der geht runter, denke ich. Ja, er springt ab. Wie viel Sprit haben wir noch? Ja, jede Menge. Ich würde sagen, wir hauen mal ab, wa?
schauen wir mal, ob wir den Flugplatz finden. Wollen wir mal in die Außenansicht gehen und uns mal gucken. Ja, es geht ja von den Schäden. Ah, geil mit der Tropentarn, ne? Sehr cool, echt. Oh ja, müssen wir ein bisschen auf unsere Temperatur aufpassen. Die Kühler sind aber ganz offen. Naja, aber ich glaube, wir haben einen Abschuss. Das war der, bei dem wir die hinteren Flächen, glaube ich, getroffen haben. Schauen wir mal gleich im Debriefing. Hier sind ein paar Löcher in den Flächen, da auch. Schauen wir mal, ob wir den Platz finden, ne? Ja, vielleicht gehen wir jetzt einfach mal die Instrumente durch, wenn wir hier auf dem Rückweg sind. Also, hier ist die Uhr. Ja, Einsatzzeit haben wir jetzt eine halbe Stunde am Laufen, sind 12.30 Uhr gestartet. Das ist der Höhenmesser. Ja, ist ein bisschen ungewöhnlich zu lesen. Und zwar ist die 0 jetzt nicht hier oben, sondern die ist da unten, wo jetzt die 3 zu sehen ist. Das sind 100 Meter Schritte und wenn der Zeiger einmal rum ist, der erscheint hier eine 1, ne? Also, ne, so liest man den, ja. Jetzt sind wir hier zwischen 2 und 3, ne, also 2600 Meter sind das jetzt. Dann Kompass, Ansaugdruck, das ist quasi unser Gaspedal, wenn man so will, was da angezeigt wird. Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde, Wendehorizont, also so ein bisschen ein Fluglageanzeiger, ne. Umdrehungen pro Minute. Also das sind 1000, also 2500 und so weiter. Das ist der Anstellwinkel der Luftschraube, also ja, in welchem Winkel die Luft die Propellerschraube anströmt. Und 12 Uhr ist, glaube ich, der flachste Winkel, während hier halb 9 oder halb 8 oder so. Weiß ich das gar nicht. Der steilste Anströmwinkel ist. Ab der Emil 4, also der Bf 109E4, ist es automatisiert. In den Modellen 1 bis 3 muss es der Pilot noch selbst machen. Auch in den Hurricanes, soweit ich weiß, müssen das die Piloten selbst machen. Und das ist natürlich eine Riesenerleichterung für den Piloten im Luftkampf, ne? Besonders für ungeübte Piloten. Hier haben wir den Treibstoff, Öldruckanzeige, Öltemperatur und Kühlwassertemperatur. Generell ist hier in dem Game ist es weitgehend klickbar, das Cockpit. Ne? Also ihr seht ja, die Maus verändert sich dann zu so einem Handsymbol. Könnt hier wirklich viele Sachen, nicht alles, so das zum Beispiel nicht, ne? Nicht alles, aber das meiste eigentlich bedienen und so viele Knöpfe gibt es ja in so alten Flugzeugen auch nicht. So, dann gucken wir mal auf die Karte, dass wir hier ein bisschen navigieren. Ah ja, dann müsste doch hier schon irgendwie Gazala sein, nicht? Schon. Da ist die Bucht, ne? Da ist so eine Straße oder was? Hier? Mal ein bisschen tiefer gehen, dann sehen wir das vielleicht besser. Eine alte Ruine oder was ist das? Das ist natürlich echt überschaubar, ne? Das ist ein bisschen wie auf dem Meer zu fliegen. Von Landmarken her. Ich bin doch ein bisschen irritiert. Da kommt ja noch der Platz. Ist er da? Da ist er.
So, und wo ist die Rollbahn jetzt? Da ist Gazala. Und das ist die Bahn hier, glaube ich, ne? Blick einfach mal eine Runde über den Platz. So, Bodenleitstelle. Dann die Erlaubnis anfordern. Ja, Löwe ist so verstanden. Nee, viel zu schnell. Das ist unser Oh, krass. Ah, schon coole Flugzeuge. Geiles Setting. Auch Luftschlacht um England finde ich auch geil. Das ist auf jeden Fall das Coolste, finde ich, was es gibt für Flugsimulatoren, ist Luftschlacht um England und Afrika und, was ich auch noch geil fände, Pazifikkrieg. Glaube ich auch geil. Also gerade so die japanischen Maschinen, Zeros und so, schon ziemlich geil. Super wendig, super schnell. Ein bisschen besser trimmen. Das ist echt schwer zu trimmen, auch im Luftkampf da. So, wir drehen mal eine Rolf, mein Freund. Ich hoffe, du drehst mit. Nochmal. Landeerlaubnis erteilt. Aha. Okay, dann fahren wir mal die Klappen aus. War eigentlich eine ganz gute Landegeschwindigkeit, also gute Anfluggeschwindigkeit hier zur Landung. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Da kommt noch jemand rein. Trimmung. Oh, Fahrwerk raus. Ich weiß halt nicht so genau, wo die Bahn ist, ne? Ist es da, wo es so staubig ist? Oh. Ah, doch, da, ja. Kriegen wir das noch hin? Mal gucken. Ich habe echt Probleme, das sauber ausgetrimmt zu kriegen, das Ding. Naja, das war doch eine ganz passable Landung. Ja, ihr Lieben, und damit sind wir auch am Ende dieses Let's Plays angekommen. Weiß gar nicht, wie kann ich hier auch... Ah, ich habe das Spornrad noch nicht belegt, okay. Memo an mich, Taste für Spornrad belegen. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr habt Bock auf dieses Let's Play. Schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, ob ihr, ja, damit gar nichts zu tun habt, ob ihr... Boah, wie geht das jetzt aus? Hier.
So. Ja. Oder ob ihr einen anderen Flugsimulator fliegt, ob ihr euch überlegt, Tobruk zu kaufen, ob ihr mal Lust habt, auf einem Multiplayer-Server vielleicht zusammen zu fliegen. Ich glaube, Montfort wäre da auch sehr, sehr happy. Ach, Montfort, du hast das Addon noch nicht, ne? Aber können wir ja auch Blitz mal zusammen fliegen oder so, also Battle of Britain. Ja, ich bedanke mich. Meine Birne ist völlig weich von der Hitze hier und dieser Action, die ich jetzt hier hatte. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid nächste Folge wieder mit dabei. Aber dann ab sofort wird es die Simulationsfolgen am Montag immer geben und donnerstags wird es unsere maritimen Folgen geben. Da mache ich aber nochmal ein Ankündigungsvideo dazu. Ich bin der Basti, ich bin hier raus. Ciao, ciao.